wunderschönen 4. Dezember wünsche ich. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Heute schlagen wir ein Produkt der Firma 12th House. Das nennt sich StayGo und es ist ein USB-C-Hub. Und ich denke, ihr braucht alle mehr USB-C-Hubs in eurem Leben. Das ist ein weiterer Kandidat dafür. Der kam in diesem Jahr raus und es ist nicht nur optisch ein attraktives Gerät, sondern die Schönheit, die versteckt sich auch im Design. Man sieht, kein Kabel entfleucht diesem Gerät. Es ist kabellos, würde man fast denken. Das Kabel steckt natürlich hier drin. Es ist aber nicht fest angebracht, sondern lässt sich einstecken. Was ein ungemeiner Vorteil ist, wenn man drüber nachdenkt. Weil dieser Hub, der dongelt dann nicht an einem MacBook oder einem iPad Pro so direkt am Gerät runter, sondern der kann so einen Meter entfernt stehen. Und dafür wird ein entsprechendes USB-C-Kabel mitgeliefert. Wenn man ihn allerdings auf Reisen mitnimmt, dann hat er dieses USB-C-Kabel immer dabei, weil es hier Unterschlupf findet in diesem kleinen Versteck. Da sind allerlei Anschlüsse dran, das kann man alles nachlesen, dafür braucht ihr mich nicht. Ich kann euch sagen, dass es sehr, 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 sehr attraktiv ist, auf der einen Seite Strom reinzuschicken und auf der anderen Seite den Strom an das MacBook oder das iPad Pro weiterzugeben. Sprich, das iPad Pro am Strom zu haben und trotzdem ein Hub zwischengeschaltet zu wissen. Für USB-A-Anschlüsse, für Speicherkarten, fast jeglicher Art, würde ich fast sagen. Ein Netzwerkanschluss ist sogar dran. Das ist hier ein wirklich, wirklich attraktiver Hub, der eher so auf der preislich höheren Schiene sich ansiedelt. Aber dafür bekommt man auch ein wirklich qualitativ gut verarbeitetes Produkt. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mehr USB-C-Hubs in meinem Leben benötige. Ich kann jetzt sagen, man braucht einen guten, so wo die Ports wirklich klicken und der nicht über den Tisch rutscht, wenn man mal so ein Kabel absteckt. Das ist der StayGo von 12th House. Und ich bedanke mich fürs freundliche Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder.